Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in den Kampf und dann gucken wir, was uns erwartet. Oder soll ich, warte mal, sollen wir vielleicht zumindest eine Bandage oder so herstellen? Da brauchen wir einen Sterilisierer für, ne? Einmal Essen. Kriegen wir noch Essen irgendwo her? Bevor wir jetzt da ankommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Es sieht jetzt nicht so danach aus, als wäre noch irgendwo Nahrung. Unten ist Trinken. Weil ich möchte nicht, dass sie unsere Kisten zerschießen, weil dann ist der ganze Stuff da drin, ist der weg. Dann ist der futsch, ne? Da unten ist wieder Zink, das würde ich auch nochmal mitnehmen. Und Trinken auch. Weil darauf sollten wir auf jeden Fall achten. Da achten wir nicht so viel drauf. Gut, es ist jetzt nicht so die Priorität des Spiels, dass man trinkt und isst. Aber nichtsdestotrotz... Entschuldigung. Nichtsdestotrotz sollten wir das im Auge behalten. Ich weiß nicht, was dann passiert. Vielleicht sterben wir dann. Also gehe ich mal von aus, dass wir dann Leben verlieren. So. Gut, da hinten sind wieder die netten Viecher, die wir angeln können. Ja, heißt also, wir sollten auf jeden Fall gut im Training bleiben und im Schutz und so. Weil ich möchte hier nichts neu bauen. Das Problem ist, es kostet alles so viel Kohle. Da lief schon einer. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. So, warte mal. Also, Attacke, ich komme. Ich halte direkt an. Kann ich jetzt hin? Wollte schon sagen. Hier sind doch bestimmt welche, oder? Die Sperre ist doch nicht umsonst hier, oder? Ein lilanes Kabel. Hallo? 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 Ist... Hier ist keiner? Das kann ich mir... Huch? Ah ja, okay. Was leuchtet denn da? Achso, unsere Kiste. Intakt. Ach ja, da geht's wieder los. Die Spinde, die leer sind. Kann ich den anderen auch öffnen? Komme ich nicht mehr dran. Aber ist eh nichts drin, also von so an. Oh, eine Tasche, warum kann ich die nicht mitnehmen? Um ein bisschen mehr Stuff mitzunehmen. Aber hey, wir kriegen... Stuff. Vergiss den... Was? Weiligkeitskabel nicht. Okay, was ist das? Star Wars? Nee. Ja, wo ist denn hier eine Uhr? Ich höre eine Uhr, aber ich sehe keine. Ach, da. Aber die Uhr dreht sich nicht, aber der Kalender, oder was? Okay. Weird. Hey, Munition. Juhu. Special Ammo haben wir auch gekriegt. Oh, ein Klo. Wasch jede Hände. Genau. Ah, ich mag diese Schilder. Ich weiß nicht warum, aber ich mag die. Die sind so gut. Irgendwann wird irgendwas in den Dings drin sein dafür. Da bin ich felsenfest überzeugt von. Ja, dann können wir ja eigentlich auch, wenn hier eh niemand ist, können wir ja eigentlich auch mit dem Zug ranfahren. Pass auf, jetzt spawnen die. Dann würde ich aber kaputt gehen. So, sehr schön. La 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 la. Ah, ich habe echt gedacht, dass wir jetzt hier Besuch kriegen, aber gut. Ich wurde eines Besseren überzeugt. Also es muss nicht immer Gegner sein, die hier sind. Aber hier liegt Stuff rum. Das ist sehr schön. Wow. Stuff ist immer gut. Oh ja, wieder Leder. Haben wir ja noch genug von. Man darf sie nie beschweren. Oh, lecker. Ein Steak. Und dreimal Scrap Metal. Nice. Was? Piep? Piep. Er kann voll gut rausgucken. Das ist unser... Also unser Zug ist schon ganz schön gewachsen, ne? Muss man einfach sagen, jetzt über die Folgen. Ja, dann... Wo ist die Sperre? Da ist die Sperre. Hui! Da fliegt's runter. Sehr geil. Oben am Dach war, glaube ich, nichts mehr, ne? Oder? Ich guck nochmal vorsichtshalber. Glaube nicht.
glaube, wir haben hier an Stuff, glaube ich, alles gesammelt. Finde ich ein bisschen blöd, dass wir hier sonst nichts mitnehmen können, ne? Naja. Vorsicht, Stufe. Okay. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir rudern weiter. Denn wir wollen ja, wie gesagt, ein bisschen auffüllen unseren Vorrat. Wo wir ja schon fleißig dabei sind, gerade aktuell. Das sieht sehr gut aus. So, Holz haben wir auch. Ich würde auch demnächst mal ein bisschen die Container ein bisschen aufrüsten wieder. Also wechseln. Wenn wir genug Stuff haben. So, warte mal. Was brauchen wir denn hier? Können wir jetzt die Werkbank bauen? 4 haben wir von denen. Haben wir 4 von den gelben? Ich glaube, ja. Wir brauchen 2x Schrauben, 4x Holz. Das haben wir. Aber ich weiß nicht, ob wir die... Haben wir, hat Flexi aus der Vergangenheit schon die Dings gemacht? Hatte er schon die gelben? Ja, hat er schon. Oh, nice. So, pass auf. Dann würde ich mal... Das packe ich mal hier rein. Zink packe ich auch hier rein. Die Flasche. Dann ist sie auch mal raus. Unser Schutzschild. Ich weiß noch nicht, wofür wir die Platten brauchen, ne? Also diese hier. Keine Ahnung. Hate Train. Frequency of Shark Attacks plus 10%. The Number of Sharks in the Void plus 1. Prophezeiungen sind das. Aber kann man die usen oder was macht man damit? Hauptsache Günther ist am Pennen. Anstatt da mal was sammelt. Okay, pass auf. Ich brutzel uns mal eben ein Steakchen. Hier ist ja so schön. Können wir nicht einfach hier wohnen? Ich finde das sehr schön. Einfach hier so ein bisschen, einfach so ein bisschen hier wohnen. Was hältst du davon, Fridolin? Danke. Danke, dass du mir die Antwort gibst, dass... ja, dass du sagst, ja, es ist zum Kotzen. Das ist ja toll. Hm. Gut, ich würde sagen, wir brauchen 2x Schrauben, ne? Heißt also, wir brauchen 4x Scrap Metal. Ich weiß, wir fangen wieder an auszuräumen, aber nichtsdestotrotz, ich würde gerne einmal den Research machen. Achso, wir brauchen Holz, ne? Was haben wir? Genau, 4x Holz. Da muss ich nochmal eben schnell gleich Holz aus der Kiste holen. So, warte. Lab. War Lab, ne? Nee, Quatsch, Workbench. Workbench 1, die ist so klein. Können wir denn... Ich frage mich, ob man das an der Workbench 2 auch dann herstellen kann. Ob wir dann die Workbench 1 quasi entfernen können. Weil, oh Gott, die Workbench 2, die brauchen ja mehr Platz, ne? Das heißt also, wir müssen ja den Zugort demnächst wieder erweitern. Oh, das wird so, oh Gott, uff. Haben wir jetzt alles? Nein, wir brauchen noch 4x, also wir brauchen 4 Wood. Das heißt, ich brauche nochmal 2. Ja, die Kisten müssen wir auf jeden Fall erweitern. So, 2 Stück hätte ich gerne. Günther sammelt nichts, ich weiß nicht warum. Ich muss mal gucken, ob ich den vielleicht nach vorne platzieren kann. Vielleicht hier so hin, wenn das geht. Weil er ist ja auch... Geht das? Kann ich den umsetzen? Oh, wir müssen essen. Oh ja. Steht unten links. Warte. Wir haben Schnitzel. Hauen wir das mal eben rein. Und trinken... Können wir trinken herstellen? Ich glaube ja, ne? Mit 2 geht, glaube ich. Ja. Wird das auch nochmal essen? Und das und das und das und das. So, und dann sind wir gesättigt. Sehr schön. Dann würde ich hier einmal trinken, trinken, trinken. Ja, das passt. Sehr schön. 7 Sekunden, dann füllen wir nochmal auf. Das ist super, dass hier halt direkt die Kisten sind. Das reicht auch, die 3 immer. Obwohl, man könnte natürlich auch größere Kisten machen. Aber so haben wir dann immer in Reserve. So, dann lass mal gucken. Ich wollte Fridolin gleich umbauen, ne? Dann machen wir das mal. Research. Sehr schön. Workbench 2 haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch die Sachen. So, wo ist denn die Workbench 2? Nein, Research Table. Da.
Ja, wir wollen alles nochmal quasi. Das ist sehr schön. Heißt also, wir müssen Chirilisierer bauen, damit wir hier brennen können. Weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Müssen wir mal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall Zink, ne? Glaube ich zumindest. Wir brauchen Brennstoff. Er pennt. Hatten wir Leder? Ja, Leder ist voll. Ah, verdammt. Fett und so. Pass auf, dann würde ich mal einfach mal just for fun diese grünen Fläschchen bauen. Obwohl, hier haben wir ja schon 6 Stück. Wir brauchen für den Sterilisierer, was brauchen wir denn dafür noch? Guck mal eben gerade. Wir brauchen Holz zum Brennen. Ah ja, Essen. Ah, stimmt. Aber hier können wir nochmal 2 herstellen. Eine Flasche, sehe ich das richtig? Heiliger Strohsack. Sehr schön. Okay, das heißt also, wir brauchen jetzt erstmal Nahrung. Das heißt also, wir müssen los. Jetzt wird ja erstmal nichts passieren. Also, gehe ich von aus. Und jetzt werden wir... Tschu-tschu! Und jetzt werden wir, ob wir die anderen Sachen erst researchen sollen, aber ich glaube nicht. Ich würde gerne die Workbench haben. Also ich hätte sie schon gerne, um mal zu gucken, was es da gibt. Also, Nahrungssuche und den ganzen Kram, das müssen wir jetzt auf jeden Fall im Auge behalten. Friedel hat wieder gekotzt. Natürlich nehmen wir Scrap Metal auch mit, wenn wir es finden und alles. Hier ist gar nichts. Kann mir gar nicht vorstellen. Alles so leer und trostlos. Oh, da oben ist wieder Chemikalien. Hey. So. Kann ruhig weitergehen. War nur gerade so ein bisschen skeptisch, ob wir daran vorbeidüsen. Da ist Scrap Metal. Also Scrap Metal ist so die Ressource schlechthin, ne? Oh, warte mal, da oben ist wieder Dings. Wow, halt, stopp. Ich weiß gar nicht, wie andere Leute spielen, das Spiel, ob die auch immer so anhalten und so. Natürlich, wenn du zu zweit unterwegs bist, also es geht ja auch im Multiplayer, könnt ihr mir vorstellen, dass es natürlich auch ein bisschen interessanter ist und lustiger ist vor allen Dingen. Da du ja auch dann zu zweit den Zug so ein bisschen managen kannst. Was ja alleine ein bisschen trickiger ist. Oh, da ist Nahrung. Ja, geil. Und da ist noch Holz gewesen. Da ist nochmal Nahrung. So, da ist Holz, warte. Jetzt spawnen so langsam die Ressourcen. Oh, da ist Kohle. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja, meine Freunde. Wir haben Kohle gefunden. Das erleichtert doch einiges, würde ich sagen. Oh, das können wir nicht mitnehmen. Moment, dann machen wir das anders. Da ich ja weiß, dass es hier ist. Einmal kurz gucken, ob hier noch was ist. Das erleichtert doch einiges jetzt. Dann brauchen wir nämlich nicht viel Nahrung sammeln. Das erleichtert doch einiges. Das heißt, wir werden vielleicht sogar es schaffen, die Workbench zu bauen in dieser Folge. Nein. Jetzt habe ich so viele Flaschen hergestellt. Ich werde erstmal das Scrap Metal erstmal wegpacken. So, fangen wir mal an. So, zack. Dann das Holz. Wir brauchen das Holz gleich sowieso wieder, weiß ich. Die Holzkisten sind voll, ne? Ah. Chemikalien. Nice. Wir haben jetzt so viele Flaschen hiervon. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Wir müssen unbedingt Kisten bauen. Das steht schon mal fest. Wie das Amen in der Kirche. Das Essen würde ich einmal hier reinpacken. Müsste die Kisten mal umbenennen, ne? Das wäre mal ganz toll.
So, warte. Das heißt, ich stelle den Brocken mal her. Kohle Crushing, ja. Geil, wir kriegen Kohle. Oh mein Gott, das erleichtert ja einiges. Aber wir brauchen ja trotzdem vielleicht, weil vielleicht reicht das ja gar nicht. 3 Kohle-Chunks. Wie viel brauchen wir denn nochmal für die Workbench? War das 4 Barren? 4 Barren von den silbernen und 4 Barren von den gelben. Okay, warte. Machen wir erstmal ein. Lass mal zu gucken. Wir haben nämlich hier schon 2 und davon haben wir 1. Wir müssen ja noch Dings herstellen, ne? Wir brauchen Kupferbarren. Ich stelle mal Kupferbarren her. Ah, da brauchen wir... Ah, guck mal an. Da brauchen wir Chemikalien. Chemikalien, Chemikalien. Chemikalien. So, 5 Stück Attacke. Heißt, davon haben wir schon mal genug. Jetzt brauchen wir, wie gesagt, noch 4... 4 von den anderen. Der brutzelt. Ja, wir müssen unbedingt... Wir müssen definitiv brauchen wir... wir brauchen definitiv... Da brauchen wir ja auch Zink. Haben wir ja in Tasche. Wir brauchen definitiv größere Kisten hier drüben auch. Und auf der anderen Seite. Und generell, wir müssen die Kisten einfach erweitern. Das ist wie das Arm in der Kirche. Das können wir gleich alles mal machen. So, während die Kohle schon weg ist, dann würde ich mir den einmal holen. Dann können der nämlich crushen. Das ist der große Eisbrocken, der Lumpen auf Eis. So, einmal Feuer rein. Dann kann der Lumpen auf Eis nämlich hier crushen. Aber dass die so selten spawnen, ne? Hä? Ach so. Ich bin doof. Ich habe mich jetzt gewundert, warum nichts Gelbes da ist. Ich bin so hohl. So, Kupferbarren haben wir. Heißt also, wir brauchen 3. Denn wir haben ja schon 1, das sind 4, das passt dann. Wir müssen auf jeden Fall einen Klumpen dazufügen. Das, sonst funktioniert das nicht. So, schauen wir mal, ob es reicht. So. Schauen wir mal, ob das reichen wird dafür. Oder ob wir nochmal Kohle nachlegen müssen. Es ist nur noch einer. Also dieser Klumpen, der hält zwar lange, aber der ist so schnell verbraucht. Ne? Gut, nichtsdestotrotz würde ich Barren herstellen. Können wir ein paar Barren herstellen? Ja, wir haben ja noch ein paar Scrap Metal hier. Ich weiß, wir haben jetzt wieder gesammelt und die Kiste wird nicht voll. Und ja, aber trotzdem würde ich gerne ein bisschen was herstellen. Ich will auf jeden Fall die Kisten aufrüsten. So viel steht schon mal fest. Ich hoffe, das reicht, der Klumpen. Ich hoffe, er reicht. Ja, sehr schön. Ja. So. Das kann hier mit rein. Da ist Zink sowieso voll. Also Zink brauchen wir erstmal nicht sammeln. Das steht schon mal fest. Wie gesagt, ich würde jetzt gerne ein bisschen die Kisten aufleveln. Das wäre jetzt so erstmal die nächste Prämisse, bevor wir dann die Workbench bauen. Ja, machen wir noch 5, weil wir brauchen ja auch Schrauben dafür. Das heißt, ich stelle mal Schrauben her. Bolts. 2? Wieso 2? Wir haben nur 2 Barren gekriegt? Okay. Dry Ice. Ja, komm, trinken wir mal. Okay. Ja, wir brauchen wesentlich mehr noch, ne? So, ich würde mal 10 mitnehmen. So, dann stellen wir jetzt mal Schrauben her. 5 Schrauben. Sind nicht viele, muss man so sagen, wie es ist. Den können wir ja auch schon mal hier leveln. Den auch, dann ist der auch fertig.
Nochmal 5. So, wie viel haben wir denn jetzt? 4 Schrauben, das sind 2 Kisten. Wir brauchen ja noch ein paar mehr, ne? Wir brauchen mindestens nochmal 4 Schrauben. Mindestens. So. Das sind 3. Heißt also, Eimerschrauben mache ich noch. Und dann gucken wir mal, dass wir hinten vielleicht ein bisschen upgraden. Die Kisten. Einmal Schrauben noch. Und dann müssen wir schauen, dass wir Holz erstmal nachlegen. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar mehr Barren haben. Das ist wie das Arm in der Kirche. Holz wird nicht lange reichen, ich weiß. Aber wir haben ja noch genug. Weil hier die Kiste will ich ja auch aufleveln. So. Holz gleich alle, ich weiß. So, machen wir mal 5 Stück da rein. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an. Also das kann Deacon erstmal klein... Ja, kann erstmal bleiben. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, ich würde jetzt tatsächlich anfangen... Hier sind auch hier unten die noch... Nee, die lassen wir erstmal so, weil so voll kriegen wir die Scrap Metal noch gar nicht. Als erstes würde ich jetzt erstmal... Die sind ja schon so voll. Den Container ist ja so Krimskrams. Als erstes würde ich erstmal hier jetzt anfangen. Die Chemikalien zum Beispiel. Das würde ich jetzt upgraden. Sprich, ich muss das erstmal umsetzen. Warte mal. Waren nämlich mit. Nein. Ich ab. So, Holz. Packen wir eben Holz mal eben hier rein. Ich muss jetzt ein bisschen ein paar Sachen rausnehmen. Aus der Kiste. Ja, genau. Zack, zack, zack. So, dann muss ich die Kiste nämlich umbauen. So, mit T. Eva hätte Hammer. Deconstruct. Achso, ich kann nicht alles mitnehmen. Ja, warte. Just a moment. Exit. Mit E. Ah, jetzt habe ich alles gesammelt. Okay. Weil unser Inventar so klein ist, brauchen wir auf jeden Fall unbedingt Container. Wir brauchen auf jeden Fall unbedingt mehr Platz in unserem Inventar. So viel steht schon mal fest. So, da fehlt einmal Wood. Woody Wood Wood Woody Paker. Woody Wood Paker. So, warte mal. Da ist nochmal Wood. Einmal Holz. Nehmen wir mit. Packen wir rein, dann ist die Kiste fertig. Dann kann da nämlich schon mal hier der ganze Gedöns, der ganze Kappes rein. Ich würde das jetzt hier zupacken einfach. Das nehmen wir mit, das können wir unten reinpacken. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Container 2, ja gut, wir müssen den umbenennen. Machen wir einfach hier, warte mal. Chemikal, hä? Hallo? Achso, hier muss ich drücken, ne? Ah, ja, genau. So,